Die Berichte über Chaitanyas Fortgang. Murari Gupta 1.2.11-14. Der Herr selbst, der Ursprung der Welt, der Ungeborene, verursachte selbst, dass die drei Welten sich dem Sankirtan Haris zuwandten und hielt sich im Weihekreis von Purushottama Puri auf. Er entfaltete Bhakti zu Hari selbst, in Klammer, zu sich selbst, und lehrte andere, solche Bhakti zu haben. Er lebte die göttliche Lieblichkeit von Vrindavan und machte die Leute sie erleben. Nachdem er die ganze Welt über den Ozean des Samsara übergesetzt hatte und sie alle nach Vaikuntha gebracht hatte, ging er in Freude in sein eigenes Reich zurück. Jai Ananda Chaitanya Mangala. Fußnote 602. Das Werk, das erst 1915 auftauchte, ist sehr umstritten. Siehe Quellgründe. Da Chaitanya alle Sünder erlöst hatte, war das Reich Yamas des Todes leer. Yama beriet mit Brahma. Brahma, Indra, Shiva und andere Devas gingen nachts zu Chaitanya und baten ihn, nach Vaikuntha zu kommen. Chaitanya stimmte zu und sagte: Am siebten Tage der hellen Monatshälfte des Monats Ashada sollt ihr einen Himmelswagen, Ratha, schicken. Ich will nach Vaikuntha gehen. Chaitanya besprach dann seinen Fortgang mit Advaita und sagte, in welcher Weise Sankirtan nach seinem Fortgang zu tun sei. Beim Tanzen zur Zeit des Wagenfestes verletzte ein Stein seinen linken Fuß. Er ging aber trotzdem mit allen Gefährten zum Narendravaya, zu den Wasserspielen. Am nächsten Tag, am sechsten Tag des Festes, hatte er Schmerzen, ruhte im Haine des Gopinath-Tempels aus und berichtete Gadadhar Pandit von seinem Vorhaben, dass er nachts fortgehen wolle. In der Nacht, am siebten Tag des Festes, kamen von irgendwoher herrliche, leuchtende Blumenkränze in vielen Farben, dann der Himmelswagen mit dem Banner Garudas. Prabhu bestieg den Wagen und ging fort. Fußnote 603. Aus dieser Schilderung ergibt sich, dass er die Welt nicht wegen einer Verletzung verließ, sondern nachdem er vorher den Entschluss, nach Vaikuntha zu gehen, gefasst hatte. Er bestieg den Wagen, ein aus Maya bestehender Leib blieb auf der Erde. Er verließ Asien, Jambudvipa, und ging nach Vaikuntha. Jai Ananda sagt nicht, dass Chaitanya seinen Leib verlassen und einen überirdischen Leib angenommen hätte, sondern nur, dass ein aus Maya bestehender Leib blieb. Aber auch diese Angabe ist fragwürdig, denn sonst hätte es nach seinem Fortgang letzte Riten für diesen Maya-Leib gegeben. Doch wird nirgendwo etwas davon berichtet. Lokanath Das, Chaitanya Mangala, Sheshakanda 210-211. Am siebten Tage des Monats, Ashada, Sonntag, um die dritte Tagwache, verschwand Chaitanya im Gudija-Tempel. Bhaktas wie Srivas Pandit, Mukundadatta, Sri Govinda, Kashi Mishra und so weiter sahen, wie er in den Tempel ging, die Tür fiel zu. Die Bhaktas baten den Tempelpriester, die Tür zu öffnen. Er sagte ihnen: Prabhu ist im Träger des Gunja-Kranzes verschwunden, in Klammer, der Bildgestalt des jugendlichen Krishna von Vraja. Ich habe gesehen, wie er in ihm unsichtbar wurde. Lokanath Das war ein Schüler Narahari Sarakara Thakurs
von Shrikanda. Sein Werk zeigt große Anlehnung an Murari Gupta. Auch mag er wohl manches von seinem Guru, einem der ewigen Begleiter Chaitanyas, gehört haben. Achyut Ananda, Shunya Samhita. Chaitanya und die Bhaktas tanzten um die Tempelmauern Jagannaths, sie im Sinn des Sonnenlaufes umkreisend. Sie gehen in den Tempel. Er hörte Rufe, O Radha, O Radha, und verschwand in Jagannath. Ishana Nagara, Advaita Prakasha, Kapitel 22, Seite 95. Advaita schickt ein Worträtsel, ebenso wie im Chaitanya Charitamrita berichtet, an Chaitanya. Einige Tage nach Erhalt dieses Rätsels ging Chaitanya in den Jagannath-Tempel und verschwand darin. Ishwaradas, Chaitanya, Mangala. Chaitanya ging am dritten Tage des Monats Vaishakha, in Klammer April, in Jagannath ein. Kavi Karnapura, Chaitanya Charita Mahakavyam. Mahaprabhu ging in sein eigenes Reich. Im 24. Jahre Sanyas, 3 Jahre außerhalb von Puri, volle 20 Jahre in Puri. Chaitanya Charitamrita Adi Lila 13.8-13.9. Chaitanya kam im Jahre 1407, Shaka Zeitrechnung ist gleich 1486 nach Christus, in die Welt und wurde 1455 ist gleich 1533 nach Christus unsichtbar. Chaitanya Chandrodayam 10, Nachwort. Was Pflicht ist, habe ich getan. Diejenigen, die von klarem Verstand sind und die begeisterte Liebe empfinden, mögen es hören. Diejenigen, die anderer Meinung sind, mögen diese Lebensbeschreibung nicht für meine Erfindung halten. Ich habe den Bericht von Sri Chaitanya zu einem Buche zusammengefasst, so wie meine Ausrichtung ist, so wie ich es gesehen habe und so wie ich es gehört habe. Soweit er, in Klammer der Bericht von Chaitanyas Lebenswandel, geht. Durch seine Gnade geschah es durch mich, der ich unwissend wie ein Knabe bin. Doch o Shiva, Shiva, der Kreis derer, die er liebte, ist fortgegangen. Nur die Erinnerung ist geblieben. Wer soll nun diesen Bericht kennenlernen? Wer ihn vernehmen? Möge Krishna selbst mit diesem Berichte zufrieden sein.